Hey ho, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und es ist kein geringeres als das lang angekündigte Let's Play Dying Light The Following. Mit, nicht nur mit mir allein, nein, mit dem guten Larsen zusammen wollen wir uns hier, ins Getümmel stürzen. Und ich muss vorab sagen, ich bin jetzt hier im Hauptbildschirm, ja. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, jetzt endlich ins Spiel einzusteigen. Und ich wollte es schon die ganze Zeit offscreen machen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich mache das mit euch gemeinsam. Das heißt, wir schauen hier zum ersten Mal gemeinsam rein. Und ich drück gleich mal auf Fortfahren, oder? Auf Fortfahren muss ich, ne? Larsen? Na, hast du schon angefangen? Naja, den alten Spielstand. Na, dann musst du mal gucken, im Menü steht irgendwo wirklich als Extrapunkt dieses ganze Spiel. Also der Pack quasi. Ich hab Extras. Der ist extra aufgeführt irgendwo. Der ist extra aufgeführt? Mhm. Ah, ich hab unter Spielen The Following. I know. Das muss ich machen, ich kann nicht normal weiterspielen. Na doch, dein alten Spielstand, aber... Ich dachte ja auch, man kann von der alten Welt in die neue rüberrennen, aber ist nicht so, leider. Alles klar. Freunde, ihr habt's gehört. Wir gehen also unter Spielen The Following und schauen, wie gesagt, zum ersten Mal gemeinsam hier rein. Und neues Spiel The Following. Überleben 25, Wendigkeit. Ah, okay, aber der übernimmt die Fähigkeiten. Ja, ja. Das ist geil. Das ist alles. Das ist geil. Ich sehe ein bisschen aus wie der Larsen in Real Life. Keine Ahnung warum. Wir drücken jetzt auf wir schauen erstmal auf erweitert. The Following, neue Spielhauptkampagne, Spielstand löschen. Okay, gut, wir machen neues Spiel The Following, switchen hier rein, normal, schwer, Albtraum. Wir machen normal, oder? Wir sind normaler Spieler. Und ich hoffe, das geht, die Verbindung hält. Ich hoffe, der Larsen, geht das zu zweit? Das geht zu zweit, oder? Ja. Multiplayer, jawohl, sehr schön. Wie das alte Spiel? Nichts Neues. Das alte habe ich leider offscreen gemacht. Das wollte ich nie online stellen. Beziehungsweise ich habe echt lange überlegt, aber dann war es zu spät gewesen. Da war ich schon mit der Mission durch. Du sagtest, er hat was gefaselt von Magie und... Was war das? Domestizierte Zombies? Techland. Er erzählte was von einer Gruppe Leute, die sich nicht infizieren, selbst wenn sie gebissen werden. Ja, im Delirium erzählt man viel. Er hatte diese Karte in der Hand. Warner Brothers Games. Oh, das sieht aus wie... Ein Fluchtweg aus Harran. Uns geht das Antizin aus. Wir müssen jeder Möglichkeit nachgehen. Wir können nicht mehr warten, Crane. Dying Light, The Following. Nein, weg! Geh weg! Ihr versteht das nicht. Die Mutter. Auf dem Land. Unsere Kuriere haben einen schwer verwundeten Mann hergebracht, der im Delirium etwas von Leuten erzählt, die immer gegen den Virus sind. Er hatte auch eine Karte, auf der ein Weg eingezeichnet war, auf dem man Harran verlassen kann. Es kommen immer mehr kranke Leute hierher und wir haben nicht genug Antizin. Und was? Cadence? Ja. Oder wie hieß er? Cadence? Cadence Forschung? Hat noch zu keinem Ergebnis geführt. Ich muss der Spur nachgehen, nicht leider. Mich irritiert etwas das Hintergrundbild. Es ist sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Allerdings kann ich den Text von hier aus schwer lesen. Ich brauche, glaube ich, eine Brille. Das wäre natürlich blöd hier. Okay. Ich muss mich ganz kurz mal hier hinsetzen und ein bisschen noch was einrichten. Jetzt. Ja, ich habe hier das Mischpult, muss ich kurz reinschieben, deswegen. So, okay, fortfahren. Wir fahren fort. Verstehst? Okay. Finden Sie einen Weg, die Kanalisation zu verlassen. Wir sind in der Kanalisation. Haben wir noch alle Waffen? Guck doch nach. Ja, es sieht so aus. Wir haben noch alle Waffen vom Hauptspiel. Wir haben die Waffen übernommen. Kann der gute Larsen mir joinen? Geht das? Oder muss ich erst was abschließen?
Ich mach's gleich, ich muss schon was abholen. Da steht Lehrerplatz, ist okay. Man hört man mich ingame, wenn ich rede? Das müssen wir ja prüfen. Sonst hört der gute Larsen mich doppelt und ich ihn ebenso. Dann müssen wir Das das wäre aus. berufen, ne? Ja, dann müssen wir das ausschalten. Gut, hier kommen wir nicht hoch, also müssen wir nach unten. Oh mein Gott, ich habe so lange drauf gewartet. Jetzt ist es endlich da. Alter, wo sind wir hier? Ich muss hier runterspringen. Okay, ich springe. Gleich mal in den See abgetaucht. Ey, geh hoch hier, so. Was waren? Ach so, nee, das war. Sorry. Er musste gerade schreien, er musste gerade alles los. Ich bin hier Rang 1, oder was ist das? Links oben neben der Lebensanzeige? Ist ein neuer Rang. Ein neuer Rang. Nee, das war treten. Wo ist denn hier? Ach so. R1 ist springen. Oder RB ist das, glaube ich, genau. Ich muss mal den Controller hier unter den Tisch, ne? Dass es nicht so klickert. Klicker, klicker. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier hoch irgendwo, oder was? Die Musik ist schön. Ja, warte, warte, warte. Nein! Bin ins Wasser gefallen. Bin ich kurz abgerutscht hier? Oh, er kann im Wasser den Haken nicht benutzen. Nee. Leider nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder? Jetzt aber, hallo! Hat etwas. Der Felsen ist so glitschig, da komme ich schwer ran. Jetzt hier ist ein Vorsprung. Jawohl, können wir hier können wir noch was einsammeln. Nee, jetzt können wir wohl nicht einsammeln. Das ist uneinsammelbar. Ich glaube, ich habe die Controller-Empfindlichkeit ein bisschen vom Joystick zu hoch eingestellt. Kannst du noch überarbeiten? Das muss ich noch ganz kurz überarbeiten, weil im Hauptspiel gab es nämlich so eine komische Challenge, die war richtig heftig. Und da brauchte ich, glaube ich, mehr Spielraum hier. Ja, da musste ich mich ein bisschen schneller bewegen. Wir Und wir müssen sind. übrigens das Hauptspiel auch nochmal anspielen. Oder hast du Bosa-Code schon nicht angefangen? Lena, hörst du mich? Nee. Müssen wir noch machen. Moment. Boah, schafft man alleine nicht. Moment. Hör zu, dein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Vielleicht stimmt auch das, was er über die sagte, die sich nicht verwandeln. Kannst du ihn fragen, wo ich nachsehen soll? Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Das Fieber. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Oh Scheiße, ein Auge Lena! ist tot. Lena! Ein Auge ist tot. Scheißberge! Ja, Scheißberge. Ich schau gerade darunter, das sieht ein bisschen aus wie so der eine Fleck von GTA irgendwie. So, wenn du hier oben stehst, so diese. Was ist denn das? Ja, diese komische. Da wo die ganzen Tracker rumfahren. Da wo auch der Trevor wohnt. So sieht das ein bisschen aus hier. Aber sehr, sehr geil gemacht. Sehr schön, wie kommen wir jetzt hier runter? Such dir den Weg. Ja, ich suche ja schon. Dann wirst du ihn noch finden. Ich kann doch nicht einfach runterspringen, oder? Mit den Fähnchen markiert der Weg. Ah, alles klar, Dankeschön. Na. Ich bin etwas außer Übung, muss ich sagen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und außer Übung natürlich auch, weil ich wieder vergessen habe, den Timer zu starten. Okay. Alles klärchen. Ja, so. Ach, nice. Schöne Details hier. Wolltest du vor uns auch irgendwas sagen? Ich habe dich unterbrochen. Achso, ja, Bosa-Chorde müssen wir noch spielen. Ah ja, Bosa-Chorde. Bosa-Chorde, das war das, wo du den Bogen kriegst, ne? Hab's alleine versucht, aber ist echt zu heavy. Kann man das zu zweit machen? Kannst du mit maximal 4 Mann und sollte man auch mit bestenfalls 4 Mann machen. Weil es Echt? echt scheiße schwer, ja. Cool. Ich hab aber, glaube ich, den DLC nie. Den DLC. Aber du hast doch jetzt das Dings, oder? Du hast das Jetzt. einzeln gekauft. Ich hab's einzeln gekauft. Ach so. Oh Mann, ich hätte mir das Pack holen sollen, ne? Ja.
Ah, ich trottel. Egal. Ja, es gab nämlich ein Pack im Angebot, das war nämlich nur 10 Euro günstiger, 10 Euro teurer. Ja. Ja. Ich bin Alter, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Nach dem Tod steigen sie in der nächstgelegenen Sicherheitszone oder einem Hochsitz wieder ins Spiel ein. Um einen Hochsitz zu aktivieren, müssen sie ihn auf der Karte markieren, indem sie sich ihm nähern. Hochsitze gibt es jetzt also keine Sicherheitsbereiche mehr? Doch, trotzdem. Achso, auch noch, okay. Okay. Call Crane. Zeig mal, was du kannst hier. Muss ich hier hoch, oder? Nee. Hä, doch, den Baum hoch, oder? Oder wie jetzt? Ja. Ja, also es geht. Alter, ist das krass in so einer Landschaft. Es ist viel verwirrender wie die ganzen Häuser. Ja. Wo ist denn jetzt die nächste Fahne hier? Bin jetzt irgendwie den Baum hochgekrabbelt. Ist das richtig? Was nochmal? Ich bin den Baum hochgekrabbelt. Wenn du Spaß dran hast. Ja, aber ich sehe jetzt keine Fahnen mehr. Du musst halt immer den Fähnchen. Irgendwann musst du ins Wasser springen, wenn unter dir ein See ist. Mal schauen. Nö, sieht alles ganz trocken aus. Ich geh mal hier rüber. Oh, das sieht echt gefährlich aus hier. Komm mal hier rüber, da. Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, ich muss hier hin, oder? Ich geh mal weiter. Oder muss ich? Guck mal hier. Hier rüber. Ja, muss man ein bisschen gucken. Muss man erstmal ein bisschen da durch diese ganze. Oh, Vorsicht. Oh Mann. Ja, nicht nach unten schauen. Okay, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich bin gut. Vom Baumstamm zurück. Du hast gesagt, ich muss Richtung Wasser, ne? Ja. Also ich bin in die falsche Richtung gelaufen, okay. Ah, da unten sehe ich schon die Fähnchen. Ja, da wollte ich halt bloß die Map ein bisschen zeigen. Und wir haben eine Errungenschaft. Haben Sie Angst, nass zu werden? Natürlich haben wir keine Angst. Und, oh, Alter, ist das mega. Ich spring jetzt rein.